Hallihallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einem Daily Ranking und zwar heute mal etwas ganz anderes, eine Runde Hearthstone. Ich habe gerade schon eine Runde Arena aufgenommen, allerdings habe ich dabei verpennt, dass mein Mikrofon gemutet war. Deswegen gibt es jetzt noch eine für euch. Ich habe mir hier so eine schöne Erweiterung runtergeladen, die mir hilft bei der Auswahl der Karten. Und ich soll Magier, Hexmeister oder Priester spielen für meine Quest, also nehmen wir den Magier. Der ist glaube ich auch ganz gut in der Arena. Falls ich zwischendurch huste, tut's mir leid, ich habe immer noch das Problem im Husten und da seht ihr schon die Hilfe. Nun ja, would use the toss-up between unstable and second-rate bruiser, but I suggest to pick second-rate bruiser in this situation. So, was haben wir denn jetzt hier für ein Deck? Und zwar Mage. Choice Overview, Deck Basics, Midrange Mage. Wir sind mal wieder im Midrange gelandet. Strong against Tempo, Weak against Classic Control. 65er Average. Na dann. Deck Synergies. Keine Ahnung. Damit kann ich nichts anfangen, normalerweise, das mir durchzulesen. Suchen wir doch mal. Gegen Tyrande. Möge Elune mir Kraft geben. Ihr habt es so gewollt. So, den 5er Drop brauchen wir eigentlich nicht bisher, denke ich. Den 4er behalte ich mal. Ja, sehr gut. Wer ist das denn? Ist das die weibliche Druidin oder was? Ne, das ist ein Paladinen. Lol. Die habe ich noch nie gesehen. Die sieht aber schick aus, muss man ja sagen. Die gefällt mir noch am besten von den Porträts, die es gibt. Da wird sie erst dran sein. Kann ich einfach mal ausspielen.
Entweder können wir jetzt reintraden, weil er eins mit zwei Leben spielt. Alles. Genau. Ich kämpfe. Da brauche ich auch mein Arcane-Geschoss noch nicht benutzen, finde ich. Willkommen in der Ausstellung! Entdeckt eine Todesräucherkarte, okay. Den will ich auf jeden Fall nicht. Muss nur 4 Zoa machen. Ich könnte jetzt meine verwandeln. Oh, ich mache instabiles Portal. Ich lerne erstmal das hier. Ah, das ist schon weg. Dann wird es wohl ein instabiles Portal jetzt. Sehr gut. Okay, 2 Karten ziehen. Random Zauberspruch. Der Zaubertrank verleiht allen Feinden die -3 in diesem Zug. Okay, das ist nicht so. Brauche ich nicht unbedingt. Den hätte ich wahrscheinlich wegmachen, sonst tradet der jetzt noch irgendwie rein. Priester ist halt doch. Ist doch nett. Dankeschön. So. Runter damit. Das kann ich später fürs Traden aufheben. Jetzt habe ich 5. Ein Geheimnis kontrolliert. Ich habe kein Geheimnis bisher. Hier spielt dann zu viel Zauber auf die Hand. Quasum ist doch mal. Okay, den brauche ich jetzt noch nicht. Dann gibt's das. Jetzt seid ihr dran. -3. Das wäre jetzt in dem Fall sicher ganz gut, um zu traden. Damit. Das. Jetzt kann ich die sogar noch so eine 4-2er machen und nochmal angreifen. Wobei ich hätte es mir vielleicht auch aufheben können, um später was richtig Starkes in eine 4-2er mit Ansturm zu verwandeln. Da kann die auch auf Gegner gehen. Vielleicht war das ein bisschen voreilig. Mal sehen. Das war jetzt halt um den Tempo. Mehr Tempo zu geben. Ich bin halt stark gegen Tempo, weil ich jetzt Arcane geschossen und sowas habe. Oh, er hat den zweiten Hit nicht getroffen. Den trade ich rein. Indem ich davon ausgehe, dass ich den treffe. Und dann hole ich mir den mal. Ich habe immer noch nicht keins von meinen Geheimnissen gezogen, von meinen Zweien. Spiegelgestalt hätte ich schon ganz gerne. Weil jetzt kommt nämlich langsam sowas von ihm. Ein bisschen spät. Ich müsste 3 Leute opfern, um da durchzukommen. Da bin ich eigentlich nicht so scharf drauf. Vielleicht kriege ich meinen Feuerball noch oder so. Wenn ich einen Diener Tosrin ruft ihn erneut herbei. Ja. Sprich, er kriegt den dann. Das ist frech. Muss ich mal so sagen. Das finde ich frech. Jetzt komme ich wenigstens damit hier durch. Ich mag Raubzüge. Lern. Hier liegt mir.
Ne, den Mana würden wir nicht spielen, solange ich keinen entsprechenden Zauber habe, um den zu verstärken. Sonst lohnt sich das gar nicht. Okay, jetzt klärt er gerade mein Board. Rechtax. So, es sollte er da zumindest erstmal nicht durchkommen. Ich habe jetzt nichts mehr auf der Hand. Ich habe keinen Zieh-Varianten gezogen. Also ich kann keine Card Draw irgendwie. Ja, ist ein bisschen kacke. Was ist bloß Illumes Wille? Es ist aus. Ihr gewinnt. Cool. Erste Runde direkt gewonnen. Das letzte lief schlechter, da habe ich 3-3 gespielt, aber die ersten zwei direkt verloren. Aber ich kann natürlich auch sein, dass ich jetzt am Ende schlechter rauskomme. Ihr seid nicht unbegabt. Und jetzt setzt mehr von meinem Mana ein. Gebt euch ganz der Kabale hin. Wie ihr seht, bin ich ja nicht mehr mit den Einführungsquests für hier Mean Streets of Gadgetzan durch. Jaina! Mal sehen, wie das jetzt läuft. Ich muss die Wildnis schützen. Das ist ein doch gutes Anfangsblatt. Joa, komm, die behalte ich komplett. Meins. Gegen den habe ich aber heute. Nee, ich habe nur gegen den Kartenrücken schon mal gespielt heute. Das Licht beschützt mich. Och Gott, da fängt direkt mit dem Anregen an. Ja, 4 Mana Drop. Danke. Das ist nicht hilfreich. Da hat er noch 2. Im Zweifel will ich das noch nicht machen. Will ich dann machen, wenn ich ihn wirklich töten kann in einer Runde. Weil dann spielt er irgendeine Verstärkung drauf, dass ich ihn nicht mehr töten kann. Das wäre kacke. Komm, ja, greif mich an. Geface, komm. Warum gehst du denn nicht face? Das ist doch scheiße. Jetzt kann ich aber töten. Boah, hat der teure Diener drin. Oh, fuck. Oh, Mann. Ein Sludge-Belcher. Den werde ich jetzt mal spielen, glaube ich. Ich hätte angreifen können, weil es ja null ist. Naja, egal. Obwohl, egal ist es nicht, ist kacke, aber. Mal sehen, was jetzt rauskommt. Harmonie in allen Dingen. Dann könnte ich auch mal töten. So. Ich kann immer nur. Nee, hier kann ich 5 Mana benutzen. Er kommt nicht direkt durch, weil er kann zwar jetzt mit denen den Sludge-Belcher töten, dann kommt der Schleim ja noch raus. Von daher eigentlich alles gut. Na, was machst du jetzt damit? Irgendwie hat er noch 6 Mana, die verbrauchen müsste. Könnte. Müssen könnte. Okay. Dann ist das so, alles klar. Wollte unbedingt tot sein.
kann ich verstehen. Kann ich verstehen. So. Wenn ich den trotzdem da rein traden will, habe ich noch 4 Mana übrig. Im Zweifel will ich die hier mal nehmen. Och Gott. Nehme ich lieber nochmal die Gruftspinne, glaube ich, ey. Das ist ja kacke. Hoch 10. Ja, der Pelmut. Okay. Jetzt spiel erstmal das. Stellt bei einem befreundeten Charakter 12 Leben wieder. Oh, krass. So. Jetzt ist die Frage, will ich ihn verwandeln? Oder ist er wieder nicht stark genug? Ich frage mich, ob... Ich mach das. Ja, wenn er jetzt rein angreift, kann ich nächste Runde noch ihn töten mit meinem Feuerstoß. Okay, er macht 2 Schaden und dann greift er wahrscheinlich direkt an. Ich kann mir einen Feuerstoß angreifen, das ist totaler Quatsch. Ich kann doch damit angreifen. Ich probiere das mal. Er hat gerade nicht so viel auf dem Board, deswegen denke ich, kann ich das spielen. Das ist frech. Den werde ich wohl mal verzaubern müssen jetzt. Kampfschrift, eine Spinne herbei. Ach, komm. Hä? Sind das eigentlich die 3 kostet? Ich habe jetzt 2, die 2 kosten dabei. What the fuck? Bin ich doof? Ach ne, entdeckt ein Wildtier. Lol. Ich bin mit allen Wassern gebracht. Jetzt bin ich bei 6. Ich muss die immer vorher töten, bevor ich etwas ausspielen kann. Im Zweifel. Ruft ein Jadegolem 2-2 herbei. Okay, das ist gar nicht so scheiße, die Karte dann. Wie viel kosten die? 4? Okay. Das bringt doch gar nichts. Da kommt er direkt wieder. Das ist nur Mana verbraucht. So. 1, 2, 3. Das kaputt machen und das kaputt machen. Den rufen. Und ich weiß ganz schön viel. Betet um Gnade. Und achso, ich hab sogar aus dem Kartenziehen den. So, dann können jetzt die anderen nicht mehr wiederbelebt werden, die 1, die niedrigen da. Ich gebe nicht geschlagen. Der ist echt krass. Gerade wenn der Gegner nichts auf dem Feld hat, kannst du dann einfach das kontrollieren. Nice. Ja, meine Tränke werden euch um... Da konnte ich nicht zu Ende reden, da habe ich schon den nächsten Gegner gefunden. Jaina. Weiteren Magier, mal sehen. Ihr habt es so gewollt, darauf könnt ihr Gift nehmen. Mirror Entity brauche ich eigentlich am Anfang auch nicht. Das will ich später bei starken Sachen haben. Und die beiden sind zu hoch im Mana.
Crossbolt mit Scientist, das ist besser. Die habe ich jetzt zum dritten Mal als Starthand, obwohl ich die nur einmal habe. So, aber machen kann ich erst noch trotzdem noch nichts. Perfekter Start mit meinem Mana-Würm habe ich halt einfach nicht hingekriegt, die Runde. Kann ich den direkt töten? Nee, kann ich den eintauschen, wenn er das. Wenn er da rein tradet, kann ich das mit meinem Fire Blast töten. Aber er macht das, okay. Tja, der macht das auch. Hätte ich wissen müssen, dass er den direkt wegmacht. Cool, da hab ich ihn auch. Dankeschön. So, ich habe ein bisschen mehr Tempo gerade. Aber ich habe wieder viel weniger Kantkarten. Ich so, dann kriege ich zwar wieder eine dazu. Durch meinen Drachen. Und sie halt eine normal, aber mal sehen. So, jetzt spiele ich auf jeden Fall meinen Drachen. Da habe ich meine Spiegel gestellt. Meine zweite. Das ist frech. Also finde ich frech. Wahrscheinlich will ich das schon spielen jetzt gerade. Hätte auch traden können eigentlich. Aber dann hätte er nächste Runde reingetradet mit seinem Gnome Flame Blast. Ich mag Raubzüge. Auf in die Bresche. So, kriege ich noch was raus aus dem Ganzen. Ich muss trotzdem bald die Spiegelgestalt machen, weil du das große Sachen droppen. Oder auch nicht. Oder wird halt keine großen Sachen droppen. Okay, die Heilung. Ich habe 8. Jetzt habe ich noch 7. Dann will ich, glaube ich, das machen. Und dann den. Wobei ich das jetzt wahrscheinlich zuerst machen sollen. Genau deswegen. Jetzt kommt die Blut! Das Licht scheint auf jeden. Oh, shit. Da weiß ich ja, was als nächstes kommt. Muss ich was Lowes spielen. Ja, klar, dass er jetzt noch kommt. Lied. Oh. Nee, halt. Ich habe Spiegel gestaltet und gehe. Oh, 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 oh. Jetzt hätte ich gerade was richtig Böses gemacht, ey. Ganz schön viel. Wissen ist Macht. Und ich weiß ganz schön viel. Du hattest echt doppelt. Boah, frech. Frech ist etwas. Gut gespielt. Das kann ich noch nicht, das Geheimnis. Verwandlungstrank. Ein Polymorph im. Der kostet sogar. Kostet sogar weniger als ein Polymorph? Das ist ja bitter. Na gut, weil du nicht zielen kannst, worauf du es haben willst. Aber jetzt hat er keine Spiegelgestalt mehr. Sprich, jetzt kann ich meinen Kelsusat spielen und alles reintraden.
Das hilft mir sogar dann dabei noch. Ach krass. 3-0. Aber sein letzter richtiger Removal. So, da haben wir noch zwei Karten zum Öffnen. Am Ende. Lass mal kurz durchreden. Ein mächtiger Anhänger. Gemeinsam werden wir über Gadgetzahn herrschen.